Schmerz ein ganz wichtiger Bestandteil der Behandlung ist die Psychotherapie. Hier sind wesentliche Erfolge möglich mittlerweile. Psychotherapie bedeutet sowohl Einzelpsychotherapie, aber auch, wenn das notwendig ist und gewünscht wird, gruppenpsychotherapeutische Verfahren. Ein anderer wesentlicher Pfeiler ist, wenn das notwendig ist, das ist sicherlich nicht immer notwendig, die medikamentöse Therapie. Wir sind sehr froh, dass wir heute sehr schonende und nebenwirkungsarme Medikamente zur Verfügung haben, die das Stresshormonsystem sozusagen wieder einrenken und so oft den Betroffenen, den Patienten erst ermöglichen, an der Psychotherapie auch aktiv teilnehmen zu können. Ein Burnout ist ein arbeitspsychologisches Konzept, beinhaltet emotionale Erschöpfung, Demotivierung und Zynismus und reduzierte Leistungsfähigkeit. Burnout entsteht in diesem Konzept durch arbeitsbedingte Stressbelastung, die langdauernd ist und kann verursacht werden durch individuelle Faktoren wie zum Beispiel Perfektionismus, Verausgabungsbereitschaft, mangelndes Selbstwertgefühl, aber auch durch arbeitsbedingte Faktoren wie Mangel der Kompetenzen, der Autonomie, Mangel an Wertschätzung und Wertekonflikte. Stressbelastung ist auf jeden Fall allerdings auch ein Verursachungselement für Depressionen, sodass die Burnout-Belastung bei schwerer Ausprägung und einer langen Dauer durchaus auch zu einer Depression führt und in den schweren Fällen meistens mit einer Depression verknüpft ist. Bei unseren hospitalisierten Patienten haben 80% der Patienten mit einer Burnout-Problematik auch eine Depression. Die Eigenverantwortung der Betroffenen liegt sicher darin, dass sie früh erkennen, dass etwas nicht stimmt und sich professionelle Hilfe holen. Es liegt auch in ihrer Verantwortung der Betroffenen, dass sie Medikamente regelmäßig einnehmen, dass sie anderweitig sich Hilfe suchen. Das kann Ergotherapie sein, Maltherapie, Sachen, die der Betroffene gerne macht. Zur Unterstützung kann es auch sein, dass der Betroffene eine Selbsthilfegruppe aufsucht. Aber man muss sich vor Augen halten, was für den einen gut ist, ist nicht zwingend für den anderen hilfreich. Denken Sie an kreativtherapeutische Verfahren, denken Sie an Entspannungsverfahren. Da gibt es heute glücklicherweise eine ganz große Bandbreite, sodass es auch möglich ist, für jeden das Passende zu finden. Und die Zeiten sind glücklicherweise lange vorbei, wo alle durch ein Standardprogramm durch mussten, egal ob es hilft oder nicht. Hier hat die Psychiatrie und die Psychotherapie in den letzten Jahren sehr große Fortschritte erzielt. Die Angehörigen spielen im Rahmen der Therapie eine sehr große Rolle. Die Angehörigen sind ja oft sehr nahe dran am Geschehen. Die Angehörigen leiden auch sehr oft mit. Den Betroffenen ist das in aller Regel auch klar, was ihren Leidensdruck auch wieder verstärkt. Denn sie wissen, sie sind oftmals, wie sie selber sagen, eine Belastung für ihr Umfeld, für den Ehepartner, für die Partnerin, für die Kinder. Es ist sehr wichtig, dass wir das Umfeld mit einbeziehen, dass wir aufklären, dass wir Ängste nehmen, dass wir auch gemeinsam schauen, wo gibt es denn Schwierigkeiten im familiären Bereich, im beruflichen Bereich auch und wo können wir da helfen, wo können wir hier therapeutisch eingreifen und so den Betroffenen helfen.